Eine Baustelle? Nee, das hier ist mein Wahlbezirk. Hä? Wie bitte? Quatsch. Ich habe ein Buch über Wale gelesen. Und ich möchte so gerne mal einen richtig großen Wal sehen. Hier bei uns in der Ostsee gibt's ja nur die kleinen Schweinswale. Auf jeden Fall stand da drin, dass ein Blauwal bis zu 30 Meter lang werden kann. 30 Meter, wie lang ist das denn? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Deswegen wollte ich es mal ausmessen. Du kannst mir gleich mal helfen. Das mache ich. Ja. Weißt du, halt das mal fest. Sehr gut. Boah, hast du das gesehen? Das ist ja voll der Hammer. Trotzdem kann ich mir das noch nicht richtig vorstellen. So ein Wal, der ist doch nicht nur lang, der ist auch dick. Ha, durch solch eine Tür würde der bestimmt nicht passen. Naja, gerade ebenso. Wie jetzt? Ja, komm mal mit. Hey, warte doch auf mich! Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich heiße Angela Pieske und bin von Greenpeace. Greenpeace? Warte mal, das ist doch Englisch. Ich kann Englisch. Green heißt nämlich grün. Und Peace heißt... Ja, was heißt Peace? Naja, also das heißt... Frieden. Genau, das hatte ich sagen wollen. Und woher weißt du, dass ein Wal durch eine Tür geht? Ganz einfach. Wir haben es ausprobiert. Jetzt vergackeierst du mich aber. Nein, natürlich nicht. Komm mit, ich zeig's dir. Au ja. Jack, nicht nur du findest Wale so ganz toll. Ganz viele Menschen sind fasziniert von den Walen. Es gibt große und kleine. Der Blauwal gehört zu den ganz großen Walen. Aber weißt du, die Wale sind auch bedroht. Durch die Vergiftung der Meere, Verschmutzung. Und es gibt immer weniger Fische. Und da haben sich Greenpeace und das Ozeaneum gesagt, dann machen wir mal diese Ausstellung 1:1 Riesen der Meere, um das alles zu erklären. Jetzt guck mal da. Boah. Ui. Boah. Der Wal. Durch die Tür. Oh. Also da bin ich doch jetzt echt mal sprachlos. Wunderbar. Das lassen wir jetzt mal für eine Weile. So, komm mal mit. Du wolltest doch nichts mehr sagen? Was man kennt und liebt, das will man auch beschützen. Boah, Wale sind ja nun wirklich das Größte. Zum